die einen. Die G7. Es sind die Köpfe der einflussreichsten Wirtschaftsmächte. Sie haben das ganz Große im Blick. Terror, Epidemien, Klimaschutz, globalen Handel. So sehen sie sich. Eine Wertegemeinschaft in einer Zeit, in der sich internationale Organisationen wie die UNO meist selbst blockieren. Alles nur heiße Luft? So sehen es die anderen. Fast 35.000 Menschen demonstrieren allein gestern in München. Sie misstrauen den Mächtigen, wettern gegen das transatlantische Freihandelsabkommen, gegen Armut und Hunger, fordern ein Ende der Selbstherrlichkeit und endlich Gehör. Eine parlamentarische Demokratie muss immer Spruch und Widerspruch aushalten, wusste schon der Politologe Dolf Sternberger. Am idyllischen Tagungsort in Elmau wird der Widerspruch kilometerweit ferngehalten. Oder erst gar nicht eingeladen. Mit welcher Legitimation tagen die Sieben eigentlich? Was da in Elmau passiert, das ist gar nicht wichtig. Das ist ein Zirkusspiel, ein Wochenende sicher für gestresste Männer und Frauen. Wenn die zusammenreden, umso besser. Aber die Macht haben die nicht. Hatten sie die je? 1975 das erste Treffen. Der französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing und Kanzler Helmut Schmidt laden zum Kamingespräch auf Schloss Rambouillet. Auf der Agenda die Öl- und Wirtschaftskrise. Versammelt die fünf Länder mit der höchsten Wirtschaftsleistung. Die G7 von heute sind das nicht. Und von der vielbeschworenen Romantik ist auch nicht mehr viel übrig. Stattdessen Hochsicherheitszone. Für Elmau heißt das über 20.000 Polizisten, 7 Kilometer Sperrzaun. 90.000 Euro kostet die Gipfelinszenierung pro Minute, nur um miteinander zu reden. Und die einen reden, aber nicht mit den anderen. Ist das demokratisch? Ich spreche nun mit dem Soziologen Armin Nassé. Er ist Professor für Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Guten Abend, Herr Nassé. Guten Abend. Guten Abend, Frau Mayer. Wie demokratisch ist denn so ein G7-Gipfel? Ja, das ist eine schwierige Frage. Er ist ja weder demokratisch noch völkerrechtlich legitimiert. Dieser Gipfel ist eigentlich, naja, wenn man es etwas extrem sagen würde, eine Privatveranstaltung unterschiedlicher Regierungen, die eigentlich nur durch eine Art von Selbstermächtigung ein G7-Gipfel sein können. Das heißt, die wählen eigentlich selbst aus, wer dabei ist. Und insofern ist es keine demokratische Veranstaltung im engeren Sinne. Die Zusammensetzung der G7 bildet ja so etwas wie eine Nachkriegsordnung ab. Stimmt das eigentlich noch oder müssen sich da eigentlich auch noch andere Leute an den Tisch setzen und mitreden? Ja, es ist in der Tat die Nachkriegsordnung, und zwar die westliche Nachkriegsordnung, muss man ganz klar sagen. Dieser G7-Gipfel besteht eigentlich aus der klassischen westlichen Welt, den ökonomisch stärksten Ländern der westlichen Welt. Die Diskussion darüber, ob es ein G7- oder G8-Gipfel sein soll, der zeigt ja auch sehr schön, dass hier eine Selbstvergewisserung des Westens stattfindet. Es gäbe ja Konkurrenzmöglichkeiten, wenn Sie etwa an so etwas wie einen G20-Gipfel denken, bei dem auch die aufstrebenden Wirtschaftsnationen aus dem Rest der Welt dabei wären und durchaus mitdiskutieren könnten und womöglich auch müssten. Angela Merkel nennt die friedlichen Demonstrationen ja eine Art Bereicherung der Demokratie. Hat sie recht? Ja, sie hat natürlich recht, und diese Geschichten gehören natürlich zu einer großen Gesamtinszenierung dazu. Ich meine ja, dass solch ein Gipfel ohne die Proteste letztlich gar nicht funktionieren würde. Wir können ja nicht behaupten, dass auf diesem Gipfel tatsächlich Entscheidungen getroffen werden oder wirklich Verhandlungen stattfinden. Die Dinge sind eigentlich vorher alle schon relativ klar im Kasten drin und man weiß eigentlich, was am Ende dabei rauskommt. Das heißt, zu dieser Inszenierung gehört eigentlich dazu, dass sich hier 7 Staatsführer und Staatsführerinnen treffen und zusammen sind und gleichzeitig natürlich auch so etwas wie Proteste von außen, aber natürlich auch ein ganz großer Rummel drumherum, bei dem man sich fragt, was dort eigentlich passiert und niemand ganz konkrete Antworten darauf geben kann. Wir in diesem Gespräch jetzt gerade übrigens auch nicht. Aber bedingen sich denn die Gipfelinszenierung und der Protest gegenseitig? Ja, es sind beides eigentlich Demonstrationen, wenn man so will. Also das, was in Elmau stattfindet, ist ja auch eine Demonstration. Also man zeigt eigentlich etwas vor einer Weltöffentlichkeit und demonstriert gewissermaßen, dass es so etwas wie eine Solidarität der wichtigsten westlichen Länder gibt. Man demonstriert womöglich auch Handlungsfähigkeit. Man demonstriert, dass man über die Dinge redet, über die man verhandeln muss. Und gleichzeitig demonstriert man von außen, dass man eigentlich nicht glaubt, dass auf dieser Ebene die Weltprobleme tatsächlich gelöst werden können. Eigentlich könnte man zynisch sagen, besteht ein ganz großer Konsens darüber, was dort eigentlich stattfindet, nämlich eine Inszenierung auf allen Ebenen.
Mittlerweile gibt es ja einen regelrechten Protesttourismus. Beim Protest gegen den Gipfel treffen ja linke und rechte Demonstranten aufeinander. Was haben die überhaupt gemeinsam? Ja, sie haben gemeinsam, dass sie ja womöglich den Finger auch in die Wunde legen, dass die ja Nachkriegsordnung, wie wir sie kennen, als eine Ordnung von sich autark gebenden Nationalstaaten womöglich nicht die Ebenen sind, auf denen wir diese Weltprobleme, um die es heute geht, lösen können. Wenn Sie an den Klimawandel denken, wenn Sie an die Finanzkrise denken, wenn Sie an ganz neue geopolitische Sicherheitsfragen denken. Und ja, von rechts und von links würde man wahrscheinlich formulieren wollen, dass diese Ordnung eigentlich nicht mehr das abbildet, was in dieser Welt zurzeit stattfindet oder stattfinden sollte. Nur können wir uns nicht einbilden, dass von dort gewissermaßen auch die Lösungen kommen. Insofern wiederhole ich nochmal, es ist eine große Inszenierung. Ich würde fast sagen, eine Inszenierung, wie wir es früher aus einer Art höfischem Protokoll kennen. Weil wenn wir uns mal genau angucken, worüber wir über den Gipfel dann berichten, dann sind es ja gar nicht Entscheidungen, sondern die Frage, wer mit wem länger gesprochen hat, wer wen angeguckt hat, wer freundlich zu wem war, wer unfreundlich zu wem war. Und das gilt letztlich im Prinzip auch für die Demonstrationen. Die Münchner Polizei hat gestern eine geradezu ästhetische Kritik der Demonstration in München geliefert, in dem gesagt wurde, es sei eine schöne, ja, man kann sagen, pluralistische und bunte Veranstaltung gewesen, mit der alle zufrieden sind. Und bei Inszenierungen sollte man in der Tat darauf achten, dass alle zufrieden sind, auch in ihrer inszenierten Unzufriedenheit. Ganz kurz noch, Sie haben mal erzählt, ein Gipfel, von dem die Gegner nicht sagen würden, er sei überflüssig. Sei überflüssig. Was sagen Sie denn heute dazu? Ja, ich würde das heute wiederholen. Das habe ich übrigens auch mal in der Kulturzeit gesagt. Und das gilt natürlich nach wie vor. Stellen Sie sich vor, es gäbe keine Proteste dagegen. Stellen Sie sich vor, es gäbe die kritische Berichterstattung dagegen nicht. Da müsste man sich ja tatsächlich die Frage stellen, wofür diese Inszenierung eigentlich gemacht wird. Wenn man was Positives tatsächlich erwarten wollte, dann könnte man womöglich sagen, dass aus dieser Inszenierung und aus dem Protest dagegen ein Diskurs entsteht, in dem wir womöglich Formen entwickeln können, wirklich über die Weltprobleme diskutieren zu können. Insofern darf der Gipfel glücklich sein, dass es diese Proteste gibt, aber gleichzeitig auch glücklich, dass man in 30 Stunden die Weltprobleme nicht lösen können wird. Herr Nassé, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ebenso, vielen Dank.